Also ich habe von den heutigen Wiener Sitzungen, die so hohes öffentliches Interesse finden, wenig zu berichten. Ja, die Wiener Parteigremien haben zur Kenntnis genommen, dass es beim außerordentlichen Parteitag der SPÖ Wien am 27. Jänner zwei Kandidaten gibt. Es ist ja in der vergangenen kurzen Zeit relativ intensiv auch in der Öffentlichkeit dargestellt worden, so wie die beiden Kandidaten in der vergangenen Woche auch miteinander umgegangen sind, hat das allerhöchsten Zuspruch in der Wiener Partei. Sehr freundschaftliche, dieses sehr solidarische, dieses sehr harmonische Miteinander umgehen, findet allergrößte Anerkennung. Jetzt geht es natürlich nicht so sehr um die großen inhaltlichen Meinungsunterschiede, weil die gibt es nicht. Ihr könnt es alle miteinander noch so oft schreiben, reden, senden, was immer. Niemand wird die einstimmigen Beschlüsse zu wesentlichen Fragen wie etwa Haltung zur FPÖ oder Frage Migration, jetzt will ich einmal völlig absehen zu Fragen von Wirtschaftsentwicklung, Arbeitsmarkt, Investitionspolitik und vieles andere, die alle einstimmig gefasst wurden, wegreden können. Und diese Unterschiede wird man auch nicht so wegreden. Es war immerhin beim letzten Landesparteitag zum Beispiel der Bezirk Floridsdorf, wo jeder weiß, dass Michael Ludwig der Bezirksparteivorsitzende ist, der Bezirk, der eingebracht hat, dass es auch weiterhin keine Koalition, keine Regierungszusammenarbeit mit der FPÖ geben sollte, natürlich einmal mehr einstimmig angenommen wurde. Also wird es möglich sein, zwischen zwei Persönlichkeiten zu wählen für die Delegierten, wo man halt einschätzt, dass derjenige die besseren Chancen hat bei der Wahl 2020, bei der Gemeinderatswahl, denn um das geht es ja letztendlich dann auch für uns. So, es waren gute Diskussionen heute, sehr solidarisch, sehr freundschaftlich. Ich darf Ihnen berichten, kein Streit in der Wiener SPÖ. Nein, es war nicht notwendig, Beschlüsse zu machen, außer, aber das machen wir ein andermal, das will ich jetzt da nicht so zudecken lassen, weil wir eine Sonderpressegespräch machen, Ihnen die neue Lehrlingssprecherin der Wiener SPÖ vorzustellen. Das war der einzige Beschluss. Und das erwähne ich nur deswegen, weil nach dem Beschluss gefragt worden ist. Die Frage beantworte ich Ihnen auch jetzt nicht. Ich beantworte schon das letzte halbe Jahr nicht, denn das ist nicht mein Job. Mein Job ist dafür zu sorgen, und das scheint bisher sehr gut zu gelingen, dass es hier zu einem für die SPÖ guten Übergang in der Funktion des Landesparteivorsitzenden kommt. Die Presse schreibt heute, dass die Grünen Michael Ludwig unterstützen und die ÖVP immer wieder spielen. Ich habe kaum größeren Blödsinn noch in meinem Leben gehört, und ich darf Ihnen eines mit absoluter Sicherheit sagen. Der Landesparteivorsitzende der SPÖ Wien wird von den Delegierten der SPÖ Wien gewählt. Weder von einem Medium, noch von einer Zeitung, noch von einer anderen Partei. Herr Schröder, was haben Sie heute eben dort geeint, dieser internen Wahlkampf? Es gibt weder eine Kampfabstimmung noch einen Wahlkampf, sondern es gibt zwei Bewerber für eine Funktion, die Spitzenfunktion in der Wiener SPÖ. Und da wird es selbstverständlich in Vorbereitung dieses Parteitages entsprechende Diskussionsforen, insbesondere natürlich auch für die Delegierten und für die Mitglieder der SPÖ geben. Denn noch einmal, ja, wir machen keinen öffentlichen Schaukampf, die Delegierten der SPÖ wählen den Vorsitzenden, niemand anderer. Nein, das werde ich nicht tun, weil das werden in allererster Linie die beiden selbst mit der Landesgeschäftsführerin auch darstellen. Wenn Sie sich einen Kurs wünschen könnten für die SPÖ Wien ab 2018, in welche Richtung sollte die SPÖ eher schon gehen und in welche Richtung eher nicht?
finden. Es ist ja relativ unschwer. Wenn man bald 25 Jahre Parteivorsitzender ist, wünscht man sich natürlich nicht eine grundsätzliche Änderung des Kurses, dass man jedes Mal Details der Kommunalpolitik an die gesellschaftliche und wirtschaftliche Gegebenheiten anpassen muss, das ist ja klar. Aber vom grundsätzlichen Kurs dessen, dass dieses Wien eine weltoffene Stadt ist, dass dieses Wien eine auch wirtschaftlich prosperierende Stadt ist, immerhin über 51% aller Auslandsinvestitionen in Österreich werden in Wien getätigt, dass wir unumkehrbar machen den Weg von Wien hin zu einer Wissensstadt, also in einer Stadt, in der nicht nur die Universitäten prosperieren, sondern auch die außeruniversitären Forschungseinrichtungen, insbesondere aber der Innovationsweg, nämlich das Übertragen von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Wirtschaft. Also ich würde meinen, das ist nicht der schlechteste Weg. Ich gehe zur Stunde davon, ausschließen kann man nie was in der Politik, aber das wissen Sie euch gut. Aber zur Stunde gehe ich in keiner Weise davon aus, dass es einen dritten Kandidaten geben wird. Bis 5. Jänner ist sozusagen Anmeldefrist gemäß unserem Statut. Es kann zwar mit Beginn des Parteitages immer noch jemand sagen, er will es, aber da braucht er eine Zweidrittelmehrheit, damit er zugelassen wird. Also das halte ich für nahezu ausgeschlossen. Das werde ich mit dem neuen Landesparteivorsitzenden ausmachen. Drüben kann man sagen. Egal, ob Sie das jetzt von der Presse unterstützen oder nicht, es gibt oder nachwirklich oder Gründer, wo Ihnen wahrscheinlich eher den Herrn Ludwig wünschen und sich die ÖVP eher den Herrn Schieder. Und Sie haben selber die Wahl 2020 angesprochen. Also welche, wer ist da der größte Konkurrent? Blau, Türkis, Grün? Erstens einmal weiß ich nicht, ob die Grünen oder die ÖVP diese Aussagen überhaupt getätigt hat. Ich lese sie auch, nur Zeitungen lese ich eben auch, also in einem Blatt. Deswegen, es tut mir leid, meine Damen und Herren, aber deswegen muss es noch nicht wahr sein, ob die das tatsächlich gesagt haben. Wie dem auch immer sei, ja, noch einmal, ja, wir suchen uns unseren Parteivorsitzenden selbst aus. Ich mische mich nicht ein, wer Vorsitzender ist bei den Grünen, ich mische mich nicht ein, wer Vorsitzender ist bei der ÖVP. Ich weiß nicht, ob ich mir zum Beispiel den Herrn Blümel ausgesucht hätte. Habe auch nicht nachgedacht darüber, weil es nicht mein Job ist. Aber es ist mir ziemlich egal, aus welchen Gründen immer man so, über so etwas nachdenkt oder vielleicht auch öffentlich sagt. Das ist nicht schlecht, dieses Dürrl, das ist nicht schlecht. Aber auch durch dieses Dürrl wird man in dieses innere Geheimnis nicht hereinkommen. Das werden wir dann diskutieren und entscheiden, wenn es soweit ist. Nach all meinen Informationen kann man davon ausgehen, dass es zwar möglicherweise zu turbulenten Diskussionen, aber zu keinem Abdanken der Frau Vizebürgermeisterin kommt. Was ich auch gut finde, denn ich weise schon darauf hin, dass der Koalitionsvertrag zwei Unterschriften trägt, nämlich die Unterschrift von Frau Vizebürgermeisterin Vasilako und meine.